Recht herzlich willkommen zur 14. Folge von Europa Universalis 4 mit Köln, was dann vielleicht Westfalen wird oder Deutschland oder den Rest der Welt. Ja, wir sind drinne, wir haben ja 5 Leute und sind damit 19. Ja, was ist hier los? Da stehen, achso, die haben es besiegt. Okay, die Braunschweiger Nationalisten, das ist nicht gut. Braunschweig, die Belagerung verloren. Genau, was steht hier? Man, sind auch Militärzugang beendet, egal. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die können wir erstmal ein. Tendenziell neige ich dazu, jetzt noch Hannover frei zu machen. Oder aber wir greifen Münster an. Das wäre jetzt noch die Alternative. Wir müssen nur aufpassen, dass die uns jetzt nicht gleich um Füße treten, die. Sind wir jetzt? Darlehen. Stabilität können wir nicht gebrauchen. Ja, und das da drunter. Halte eine Stabilität. Wir halten immer eine Stabilität, die wir überhaupt nicht brauchen. Verlieren 5 Inflation. Banker. Ja. Kriegsmitteln. Was ist jetzt das hier, was Sinn macht? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal die Mitte, glaube ich, oder? Das weiß ich jetzt auch nicht. Wir nehmen die Mitte und dann ist gut. Was da jetzt das Beste war, ist die Frage, ne? So, lass mal weiterlaufen. Müssen nur aufpassen, dass die uns jetzt nicht gleich hier rüberkommen. Sondern dass wir dann gehen, ne? Weil sonst wird es ein bisschen schwierig. Aber wir müssen das zusehen, dass wir das freikriegen. Stopp mal. Köln hat noch Hannover besetzt, das passte. Dann ziehen wir da weg. Können wir gleich da reinziehen. Und dann haben wir wieder eine Truppe mehr, die wir dann auch einnehmen können. So, da ist aber auch noch einer, sehe ich gerade. Die haben wir wohl noch in der letzten Folge alle aufgegeben. Jetzt sind 7. Darlehen zurückzahlen. Nein, mache ich jetzt nicht. Wir verlängern das einfach aus dem Grunde, weil wir zusehen müssen, dass wir noch Truppen ausheben. Hier in Berg waren die, glaube ich, am schnellsten produziert. Wir haben aber kein Geld, beziehungsweise Geld haben wir schon, aber wir haben keine Truppen. Das ist das Problem. Das würde bedeuten, wir müssten auf Söldner zurückgreifen. Warte, dann müssen wir hier zurückgehen. 14.4. Wir bräuchten mindestens 12 Einheiten dazu, um diese zu beschaffen. Das geht aber gar nicht. Ich denke mal, wir machen das. Und ich glaube, hier waren die auch noch relativ okay. Dann nehmen wir 2 Söldnereinheiten dabei und gucken zu, dass wir hier da gleich den Krieg vielleicht anfangen. Okay, die haben jetzt nur 18. Wir befreien wieder Hannover. Die Söldnereinheiten dazu. Jetzt schaffen wir gleich noch eine Einheit, 979, einen Monat warten wir noch ab. Und dann rekrutieren wir noch einen Waffenträger aus den eigenen Reihen. Ah, die haben jetzt wieder Hannover besetzt. Okay. Jetzt gerade weiterlaufen und dann holen wir uns da noch eine Infanterie. Dann müssten wir da gucken, dass wir das in den Griff kriegen. Vielleicht. Komm, wir müssen. Okay, was ist das? Zurückgelassen Familien. Was können wir da machen? Nationalstahlmodifikator minus 15. Modifikator Söldnerzahl können wir gar nicht gebrauchen. Nehmen wir den nationalen Unruhen wieder mal hin. Lass laufen und gleich nehmen wir noch einen Waffenträger dazu. Ja, Bronze haben wir aber, glaube ich, schon eine, ne? Oder? Jetzt brauchen wir ein bisschen Geld. Die ziehen da hoch mit den 19. 18 sind jetzt wieder. So, die eine Einheit ist da. Wir haben aber nicht genug Geld, um noch eine nachzuholen. Die eine auf jeden Fall. 10. Bringt ihn an den Hof. Okay. Und dann
Müssen wir gerade noch warten. Was da? Okay, wir haben das kontrolliert, ist klar. Lass weiterlaufen gerade. So, jetzt ziehen wir noch den Waffenträger nach. Und wenn der da ist, werden wir schauen, dass wir Münster den Krieg erklären. So. So, da einmal reingeklickt, da. Eroberung von Meppen. Das sieht eigentlich relativ gut aus. Und dann ziehen wir da mal rein. Gut, die Braunschweiger kommen, Hamburger kommen auch, aber die gehen woanders hin. Sachsen. Okay. Jetzt haben wir auch noch die Sachsen dabei. Das geht hier knapp aus. Und wir haben sogar verloren, kaum zu glauben, oder? Wir haben mehr Truppen und verlieren die Sache. Das kann nicht sein, oder? Da geht nichts. Weiterlaufen lassen. Das war jetzt nicht so dolle, ne? Wo ziehen die denn hin? Bis nach Bayern runter. Okay. Einfach verkehrt. So, wieder hochziehen. Die haben da jetzt 24 stehen, auch schön. Hoch ist nach Kassel. Ziehen wir hier rein oder da rein? Oh oh. 24. Jetzt gehen wir da rein. Unterstützen, damit wir die Rebellen rauskriegen. Das hat geklappt. Und dann müssen wir hierher. Naja, das klappt nicht. Die tun sich da wieder nicht einig sein. Das ist schlecht. Gut, dann gehen wir nach Heuer und befreien Heuer. Okay. Die Bayern sitzen da drin und kriegen jetzt einen noch. Vielleicht, ne, doch nicht. Ich dachte, die würden jetzt angegriffen werden. So, das hat geklappt. Heuer ist frei. Jetzt gehen wir nach Nürnberg. Hans Bombeck ist gestorben. Hier werden wir mit 25 Leuten belagert. Das ist jetzt aber erstmal nicht entscheidend. Die hätten wir abfangen müssen. Jetzt gucken wir mal, da reinzugehen. Das war jetzt vielleicht nicht die ideale Lösung. Weil die ziehen jetzt nach. Wir ziehen dahin. Kommen welche nach? Nein, kommen sie nicht. Zurzeit bin ich dann der Meinung, dass wir da unten mal aufräumen müssen. Gut, Frankfurt ist besetzt. Die Bayern, die wollen es wissen da oben. Kommen wir da noch schnell hinterher? Das ist die Frage, ne? Wir haben sie vorher, die Brandenburger kommen zu unserer Unterstützung. Das sieht gut aus zurzeit. Aber jetzt kommen die mit der Macht hinterher. Schade. Da hätten wir vorher was erreichen müssen. Das war jetzt nicht so gut gelaufen. Und ich glaube, wir sind da raus. Genau so sieht's aus. Wenn die Bayern da oben nicht reingezogen wären, ne? Dann wäre das besser gelaufen. So, okay. Wir müssen jetzt gucken, dass wir... Oh, stopp, da kommt ein Angriff. Pfälzischen Eroberung von Ansbach. Jetzt wird's ein schwerer Riech. Die Pfälzer sind da unten. Ja, bleibt nichts anderes übrig, wir müssen die unterstützen. Wir ziehen da hoch, ziehen da rein. Ja, das machen wir ja schon. Wir müssen jetzt gucken, dass wir Soldaten kriegen, ne?
Das wird schwierig. Warte mal, da kommt irgendein Angebot. Militärzugang. Ja, akzeptieren. Wer weiß, wer da reinziehen möchte. Das ist aber auch egal. Weiter geht's erstmal. Da ist wieder eine einzelne Truppe von Frankfurt, ne? Vielleicht sollten wir das mal erstmal unterbinden, dass die Frankfurter hier unterwegs sind. Mainzer. Da sind die Pfälzer. Da müssen wir auch mal gucken. Und die werden uns jetzt angreifen, oder? Oder auch nicht. Nee, die ziehen vorbei. Kriegen sich jetzt da oben. Das unterstützen wir mal hier erstmal. Aber nein, das bringt alles nichts. Wir wollen erstmal Frankfurt stürzen. Edelstein, Edelstein. Wir wollten noch hier, aber geht noch nicht, ne? Da kommen 12 Brandenburger. Könnten wir es bauen, aber das macht es jetzt nicht. Soldaten brauchen wir, das wäre viel wichtiger. Na, ja, es nützt nichts. Ich glaube, wir werden Söldner gerade noch anholen müssen dann. Das machen wir nicht. Verlängern wir. Irgendwo gibt es eine Idee. Okay. Machen wir da. Machen wir gerade Pause. Belagerung von Köln haben wir verloren. Jetzt müssen wir da schnell wegziehen, weil sonst kommen die uns, glaube ich, entgegen. Die 39, den müssen wir gerade nicht begegnen. Die Pfälzer kriegen jetzt Stopp. Die eine Einheit hinterher und kombinieren. Und dann kommt schon die nächste. Die auch noch da reinziehen. Kombinieren. Befreien. Berg wieder freimachen. Da oben, da müssen wir eigentlich gucken, dass wir den jetzt gerade den Gar ausmachen gleich. Dieses Land noch befreien. Berg, dass die Pfälzer zurückgeschlagen werden. Und gucken, dass wir dann da oben die eine Einheit erstmal vernichten. So. Das hat wenigstens geklappt und Münster besetzen ist auch ganz wichtig, glaube ich. Hessen. Kommen noch mehr Hessen. Was ist das? Ein Friedensangebot von Münster. Köln, wir tritt Münster ab. Nee. Das lehnen wir ab. Lass weiterlaufen. Wir wollen gucken, dass wir das hier hinkriegen. Die Bayern kommen wieder. Was ist dazu? Steuern. Machen wir so. Verteidiger desertieren. Jetzt wird es Zeit, dass Münster hier fällt. Das ist schon mal geklappt. So, wenn wir ein bisschen hier zusammenhalten würden mehr, ne, dann wäre das nicht schlecht. Jetzt mal schon 10. Münster muss fallen.
die Vermutung, dass sie sich da unten aufgerieben haben, die Münsteraner. Stopp, was kommt jetzt? Bayern, euer Treuer würde mich beraten, unterstützen. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Komm, die haben für uns gekämpft, dann kämpfen wir auch für die. Bayern ziehen wieder zurück. Münster muss jetzt fallen. Die Österreicher ist noch 0%, da ist noch ausgeglichen. Münster sieht ganz schwach aus zurzeit. Komm schon. Da kommen Friedensangebote wieder rein und das wird wieder heißen, wir treten ab. Nein, wir treten nicht ab. Wir müssen jetzt Münster aber haben, langsam. Wir waren eher drin, ne? Kommen die Bayern wieder, die sollten mal hier reingehen. Stehen in Berg, das ist die falsche Region, wo sie stehen. Da kommen Österreicher 19 und da unten noch ein paar zerschlagene Bayern. Die Österreicher kämpfen da gegen die Rebellen, das ist gut so, dann machen sie sich gegenseitig kaputt. Ich hätte jetzt gerne mal Münster. Da kommt eine Forderung nach der anderen. Jetzt ist schon die Dingens runtergegangen. So, da haben wir es geschafft. Und jetzt müssen wir da hin. Und jetzt wohl auf. Jetzt kommen die Österreicher. Hier hoch. Komm rein da. Das muss jetzt klappen. Aber jetzt kommen auch die Brandenburger nicht dazu, ne? Und da haben sie noch mehr gekriegt. Das war's. Das war's. Da haben wir es verloren. So, da rein. Die Brandenburger laufen drumrum. Ja, jetzt kommen sie. Die hätten eher eben kommen müssen. Hätten wir da was schaffen können. Die Österreicher ziehen zurück zurzeit? Nein, doch nicht. Ja, unsere letzten vier Truppen werden gerade auch zerstört. Hm, keine Chance. Verloren. So, wir können aber gerade mal gucken, ob wir hier was erreichen können. Einen Frieden schließen mit denen. Wenn es nur ein weißer Friede momentan ist, den wollen sie auch nicht. Okay. Die anderen geht auch nichts. Dann ist das halt so. Ja. Jetzt können wir nur Leute ausheben. Wir erstmal wieder eine kleine Verteidigung hinkriegen. Da zwei. Und das war's. Jetzt befreien die Münster da, die Österreicher. Ist klar. Und das hier wird jetzt wieder besetzt. Mainz, die Pfalz und Württemberg. Das sieht gerade schlecht aus. Ja. Noch vier Pfälzer hoch. Ja, Pfälzer sind das. Ja, kommen da hoch. Die sind jetzt hier gerade im Berg einmarschiert. Gehen aber, glaube ich, wieder raus, ne? Ja. Ich glaube, die Westfalen sind als erstes fertig. Auto speichern. Anführer dazu.
dazu. Die Verein. Eine Einheit muss noch nachkommen. Warte, da geht sogar hier noch einer mehr, wenn wir Geld haben. Passt sogar. Nochmal 4 Einheiten. Jetzt kommen die Frankfurter, sind das, genau. Dann haben wir wieder keine Chance gegen. Was ist das? Lokale Unruhen und verlieren Hingabe, dann die Hingabe weg. Die Frankfurter zerstören jetzt sofort die Einheit, wenn die kommt. Das ist nicht so gut. Okay, Österreich hat Meppen befreit. Da hätten wir gerne den Weißen Frieden vorher gehabt, ne? Okay, und Berg wird jetzt auch besetzt. Okay, Belagerung von Köln. Pfälzer haben es gemacht. So, da kommt ein Angebot von wem? Nein, da kommt ein Militärzugang für Dänemark. Akzeptieren. Österreich besetzt Kleve. Gut, okay. Ja, da waren auch 6 Truppen von den Münsteranern dabei. Okay, die Frankfurter sind das gerade gewesen. Da kommt ein Angebot von wem? Von der Pfalz. Ja, müssen wir akzeptieren. Sonst geht gar nichts hier mehr. Mit denen müssen wir raus sein. Jetzt haben wir noch die Österreicher und die Münsteraner. Aber die Pfalz nicht mehr. Ja, Truppen kann ich gerade nicht aufziehen. Gut, aber ich würde mal sagen, die ziehen jetzt da hinten in den Osten erstmal. Wir machen jetzt hier eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.